Los, Leute! Weiter geht's mit Terranigmal! Das der Final Part! Und wir laufen eine endlose Treppe mit flippigen Gesichtern dort aus, die da rauskommt. Dies ist der Ragnarokstein. Dort ist es die Sonne. Du befindest dich in der Sonne der Unterwelt. Ah, hab ich doch richtig im Kopf gehabt. Dieser Gang erzählt die Geschichte allen Lebens. Ziemlich eintönige Geschichte, wenn du hast. Schöpfen bedeutet Formen. Zerstören bedeutet die Auflösung oder Form. Diesen Planet wurde ein unheilvolles Schicksal prophezeit. Bald schon werden Licht und Schatten verschmelzen. Es gibt kein Licht ohne Schatten und kein Schatten ohne Licht. Ja, warum wollt ihr die Erde, warum wollt ihr die Welt erobern? Für das Wohl der Erde werde ich wie du in wahre Gestalt streiten. Das Wohl der Erde? Das verstehe ich nicht. Soll das heißen, der Typ hat das alles gemacht? Nun, zum Wohl der Erde? Oh. Ein bizarrer Transformers. Kann ich? Ja, ich weiß. Ach du Schande. Ich habe bisher noch nie gegen den Ach so, ja, jetzt weiß ich wieder. Ja. Akkarat wütend? Ich muss die Bälle auf ihn zurückwerfen. Ja, Höllenkristall. Das ist übrigens nicht der Endgegner. Ich habe auch keine Möglichkeit, ihn die Scheiße abzublocken. Oder? Nee, ich kann das nicht abblocken. Na super. Ja, das erinnert mich darum, warum ich immer gerne wieder so übertreibe mit den Überleveln. Habe ich ihn jetzt getroffen? Das sieht man nicht. Ich kann auch nicht ablocken, Leute, versteht ihr? Ja, sei wütend, du Arsch. Ja, super. Bin ich so unterlevelt? Ja, ist schon gut. Ich komme auch leider auch nicht an der ran. Und hier. Ach, Moment mal, ich könnte doch springen. Ah, du wirst mich nie bezwingen. Niemals! Okay, ich sehe schon. Okay, ich habe total wieder mal vergessen, dass ich springen kann. Höllenlicht. Sind wir hier bei Digimon? Warte mal, ich will eine Götterknolle futtern. Ja. Du musst heute aufpassen, weil es nicht zu viel könnte der das Kotzen kriegen. Alter, sind wir hier bei Digimon? Die sagen auch immer Attacken, Arakakwüten. Ja, und darum schießt du mit deinen komischen Köpfen, du feige Sau. Mann, was soll das? Das ist so nervig. Also das ist wirklich, was mich wirklich an diesem Speer nervt. Spielen. Ich bin der Innere der Erde. Ja, schön für dich. Wie soll ich den...
erledigen. Ja, ein Glitz der Erde oder was schon? Ich habe das nicht irgendwie genau achten können. Weil, ja, weil es so schnell ging. Und ich meine, hey, ich wurde angegriffen. Da konnte ich nicht schnell irgendwie lesen. Ja. So, Leute. Ich mach's sicherheitshalber ein Safe State. Sorry, dass es so scheiße aussieht. Aber ich hab einfach jetzt... Oh, ich möchte nicht normal gehen. Obwohl, ich weiß jetzt, was ich machen muss. Obwohl, ich muss sagen, jetzt... Der Gegner jetzt kommt, der sieht einfach cool aus. Mit seinen Flügeln. Darf ich vorstellen, das ist Ragnarok, dem wir alles zu verdanken haben. Unsere Existenz und all das. Ja, jetzt. Und ja, ich glaube, ich muss mir erstmal wieder rein. Wenn diese Dinger jetzt schulden, sage ich ja, das ist komisch. Oh Mann, ich sollte auf. Ach ja, und ja, super ist. Komm, Ragnarok. Oh oh, Hörlicht! Ja, blocken auf jeden Fall, weil sonst. Sonst frisst es zu viel Energie. Alter Schwede. Oh, nochmal? Komm schon, Ragnarok, sei kein Arsch! Du bist bei der Alkohol nur schlecht hin, aber trotzdem musst du kein Arsch sein. Alter! Frisst der Typ. Nee. Oh nein, schon wieder! Ach komm! Holy shit, bist du ein Arsch mit deiner Höllenlicht. Wie viel Schaden willst du mir noch runterfressen, du Arsch? Ja, ich bin geschockt. Moment mal, ich glaube, ich muss hier unten sein. Das ist nämlich auch so eine Sache. Erstmal muss man da... Erstmal muss man dahinter kommen, wie man ihn da wieder runterbringt. Dass sich ein Maul in der Magengegend. Hier mit seinem blöden... Oh oh! Warum zur Hölle benutzt er diesen blöden Höllenlicht? Naja, will uns jetzt platt machen. Die sind ja nicht mehr zu gebrauchen. Och, nicht schon wieder! Ernsthaft, Leute! Der Typ ist nervig. Och, nicht schon wieder, Alter, langweil mich nicht. Du langweilst mich mit deinem blöden Höhlenlicht. Ehrlich, Leute, ich hasse es, wenn Gegner so scheiße zu treffen sind. Das hat Terranigma mal wirklich leider übertrieben. Dass man da wirklich immer so hinterherlaufen muss und dann... Dann nur, sag ich mal, immer noch einen kleinen Fetter zu landen. Thank you.
Och, nicht schon wieder. Ja, ja, du kannst völlig. Du bist ja ein super cooler Gegner. Nein, bist du nicht. Du bist total langweilig. Ich kann die Dinger tatsächlich nicht... Ich kann da nicht zurück. Ich muss ihn irgendwie dazu kriegen, dass er runterkommt. Das ist der Hexe. Nochmal? Oh, seht ihr? Was er für einen Schaden macht? Ach komm jetzt, das ist ätzend. Was soll der verfickte Scheiß? Ja, ja, ich weiß, du kannst es. Du bist der Boss und so. Falsche. Ich glaube, ich sollte mal lernen, mal auszuweichen. Oh, oh, nicht schon wieder. Also, der Gegner ist einfach lame. Ja, kann auch vielleicht daran liegen, dass ich mich einfach so doof anstelle und so. Das will ich jetzt noch nicht ausschließen. So sagen. Aber warum zur Hölle muss ein Gegner so meilenweit aus der Reichweite der Waffe sein? Muss das echt sein, Leute? Das finde ich echt nah. Oh komm, jetzt macht ihr das doch mal! Oh, das ist sowas von nervig! Komm, jetzt, komm mal, jetzt hör auf, deine scheiß Attacke zu machen! Ich komme irgendwie jetzt an den... Ich... Alter, ist das... Ach. Ich bleib erstmal eine Weile unten. Und weich einfach mal den Schüssen aus. Und hoffe, ich stell... Oh, da! Nein! Oh, meine Fresse nochmal! Parry, wie bist du so ein Arsch? Oh, Mann! Nein, ich komme nicht zu dir. Du kannst halt... Ach komm jetzt. Ich kenne das so lang. Ja, ich bin auch nicht da. Ah, ich habe ihn getroffen. Warte mal. Ah! Um ihn zu sehen. Bloß jetzt. Jetzt immer schön. Oh, jetzt aber aufpassen. Nochmal? Ach komm, come on, Ragnar. Also für, dass du da, dass der Name von Ragnar leidet, ist das eine ziemlich lahme Sache. Ich sollte aber aufpassen, dass ich ihn nicht gleich irgendwo reinspringe. Wo laufe ich eigentlich hin und her? Ich meine... Ich muss doch nicht hin und... Ja... Oh. Wow, ich habe ihn gut getroffen.
Also das ist der Trick. Einfach unten bleiben und bis er dich genehm hier runterzukommen. Das ist also der Trick. Aber jetzt hoffen, ich verstehe dir, warum ich immer wieder so es mit den Hochläfern treibe. Ragnarill ist vernichtet. Und ich soll da mein Tani üben. Fari hört eine seltsame Stimme. Eine Stimme, die ich schon einmal hörte. Entschuldigung, ich glaube, für dann mehr. Am Heldengrab. Es ist nun vorbei. Ragnar Raskräfte sind versiegt. Wer bist du? Was bist du? Ich? Ich bin dein Gegenstück der Oberwelt. Ragnar hat dich erschaffen. Um diesen Planeten zu beherrschen. Ragnar hat dich geboren. Trittige Vorstellung, indem er eine Kopie von mir schuf. Nicht nur dich, sondern alle Bewohner Christas. Ja, das wird auch der Mond zu sehen. Auch dein Dorf wurde nach einem Vorbild der Oberwelt erschaffen. Ja, Stockholm, erinnert euch? Die Welt findet sich nun wieder im Gleichgewicht. Du hast dies ermöglicht. Die Dunkelheit ist vorüber. Wir haben es geschafft. Wer ist eigentlich der wenig freundlichste von allen drei? Lass uns in unsere Welten heimkehren. Was ich jetzt meine, ist noch der freundlichste. Das findet ihr noch gleich sehen. Und das ist eigentlich wirklich sowas von dermaßen mein Fuck, wo ich manchmal wirklich das Spiel dafür hasse. Das ist also mein Heimatdorf. Sogar das Schlimmste raus wäre für mich jetzt, ohne jede Bedeutung. Denk daran, auch Melina hat ihr Dorf verloren. Redet ihr jetzt mit mir oder mit mir? Ihre Eltern und ihre Freunde aus dem Dorf wurden alle umgebracht. Das ist der Grund, weshalb sie ihre Sprache verlor. Das wissen wir doch schon. Ich kann die Schmerzen gut nachfinden. Ich dachte nicht, dass man sich ohne eine Heimat so einsam fühlt. Hallo, du Mix aus Bonbon und Fisch. Du siehst recht fertig aus. Nun. Ich frage mich, wofür ich kämpfte. Der Weise sagte, ich solle die Welt retten. Also ging ich nach oben. Ja, die Welt wurde gerettet. Die Zivilisation erblühte. Es war der Plan des Weisen. Ragnaras Plan. Ich fühle mich. Es hätte ich Unglück über den Planeten gebracht. Komm schon, Fari, du wurdest benutzt. Du hast dich auch gegen Ragnar gestellt. Fari hat mehr Verantwortung bevor sein, als ich dachte. Du hast keine Aufgabe, Himmel und Erde zu schaffen. Zu sehen. Oder wie man es richtig ausspricht. So, der Originaltitel von Terra Nigma, also im Japanischen. Okay. Ist das, was die Menschen einen Gott nennen? In einer Welt voller Leben geschehen aber auch immer Unglücke. Doch so wie es Schlechtes gibt, gibt es auch viele positive Dinge. Alle Fälle bin ich gerne mit dir gereist, Fari. Ich habe auch den Verdacht, dass Fluffy auch die Erinnerung von den bösen Fluffy übernommen hat. So sagen. BZW eigentlich ja auch immer dabei war halt jetzt. Also, so kann ich es mir erklären, warum das sagt, dass er gerne mit ihnen reist ist. Denn so lang war die Reise ja mit den guten Fluffy auch wieder nicht. Fluffy, du hast doch ein gutes Herz.
Ist dir das jetzt aufgefallen? Ist das jetzt dir aufgefallen? Raffi, eine Frage hätte ich noch. Du hast mich lange Zeit begleitet. Also wieder die Theorie mit, der gute Fluffy hat die Erinnerung von dem bösen Fluffy übernommen. Oder war je immer dabei gewesen, so die vorige Theorie. Sogar im Endkampf warst du tapfer an meiner Seite. Ich habe noch nie gefragt, aber was genau bist du? Ein Kugelfisch, das nur mal einen Bonbon gekreuzt hat. Ich habe diese Frage erwartet. Harry, das heißt unschuldig. Harry, das heißt unzählige Leben betreut. Vögel, Löwen, Hühne, sogar Hüchsen. Alle diese Lebewesen stammen von einer einzigen Kreatur. Oder Evolution sahen alle so aus wie ich. Du willst sagen, alle sahen aus wie die bonbonbunte Kugelfische, die flattern konnten. Das ist eine gruselige Vorstellung. Menschen lernten, auf zwei Beinen zu laufen und Wegzeuge zu befriedigen. Das machen manche Tiere auch. Jetzt verlassen sie sich nur noch auf Maschinen. Vielleicht werden sie eines Tages so wie ich aussehen. Ich korrigiere mich. Das ist noch eine krippige Vorstellung. Eine seltsame Vorstellung. Jupp, Pari ist meiner Meinung. Na gut, später, Pari. Ich muss jetzt gehen. Wieso jetzt später? Was? Wohin gehst du, Fluffy? Ich werde schlafen. Und so viel zum Thema später. Und auf den Tag warten, an dem wieder jemand die Truhe öffnet. Geh wohl, mein Freund. So viel zum Thema bis später. Was heißt jetzt bis später? Das ist jetzt ein Abschied für immer. Und jetzt wird's nochmal mein Fuck. Hörst du mich? Ich bin Diviana, die Seele der Oberwelt. Akanas Niederlage, der Christa und die Unterwelt vernichten. Merket, Leute, Ragnarok war die Höllensonne, also die Unterweltsonne. Im Übrigen heißt Ragnarok in der englischen Version Dark Gaia. So sagen wie der Komet aus Illusion of Time. Einfach jetzt so gewollt oder Zufall oder war einfach nur jemand namensvoll? Die Oberwelt wird sich langsam wieder erholen. Geschafft vom Bösen und ist doch vom Guten wiedergeboren. In dir fließt das Blut Divinias und das Blut Ragnaras. Doch nun ist deine Aufgabe erfüllt. Dein Körper wird bald verschwinden. Genieße deshalb deine letzten Tage in Christa. Ja, das meine ich. Das ist so motherfucking mein Fuck. Er hat das... Ein Moment. Harry? Harry, was ist los? Hörst du mir zu? Nee, sorry, ich dachte nach. Hallo, Harry. Das bedeutet für mich, frei leben zu können. Richtig. Das ist sowas von mein Fuck. Ich meine, er reißt sich den Arsch auf, die Welt wieder zu erschaffen, zu sagen, dass sie wieder erblüht, kämpft gegen, sag mal, die Handlanger Ragnarok und auch gegen Ragnarok selbst, gegen seinen Schöpfer. Und dann heißt es wieder, ja, du hast die Welt gerettet, jetzt geh sterben. Ich finde das sowas von mein Fuck. Ist das also der Dank dafür? Ich weiß, es heißt ja, Undank ist der Welt Lohn, aber so ein Undank. Darum, Divina scheint sich wirklich ja wohl von Diva abzuleiten.
müssen schöne Kleider machen, an denen die Leute sich erfreuen. Wir reden jetzt noch ein bisschen mit den Leuten. Und das ist nämlich, was ich zum Kotzen finde. Okay, Divina soll göttlich bedeuten. Melinas Webereien sind einzigartig. In letzter Zeit ist alles, was sie webt, schwarz. Okay, sag wahrscheinlich nur das so. Melina wird diese Arbeit zu Ende bringen. Ja, so ein Spielpari. Mutter sagt, alle Menschen sind an ein frühes Versprechen gebunden. Pari, willst du immer Melinas Freund bleiben? Ja. Der Wahrsager meint, dieser Teich reflektiere die Zukunft. Ich kann nicht sehen. Nicht mal ich spiegel mich. Hey, Pari, lass uns spielen! Ja. Das Traurige ist, die Leute sind den Tod geweiht. Kinder brauchen Freiräume. Da steht schon, nee, da geht schon mal was zu hoch. Das, ich weiß nichts. Es ist ein Scheiß, die Sache. Ich gehe hinaus, trotz des Kristallnebels. Kristallnebels. Die Musik ist so furchtbar traurig. Aber wenn man jetzt... Ja, die Texte, was die Leute so erzählen, das ist ja auch wirklich... Eine neue Welt öffnet sich nicht mehr. Das ist bloß geschehen. Dass ihr alle verschwindet! In diesem Fluss scheint es keine Fische mehr zu geben. Harry, was hat das so bedeuten? Das Ende der Welt. In dieser Welt. Die Kristalle im Nebel funkeln nicht mehr. Das ist auch noch, was die Sache noch unterstreicht. So klein ein Werkzeug auch ist, es kann den Menschen nützlich sein. Den Menschen geht es genauso. Es gibt auf der Welt keine Person, die unwichtig ist. Ja, das ist erst. Sogar der Händler sagt das Abschiedswort, obwohl er bisher nur immer dasselbe geredet hat. Was meinst du? Kristalle? Harry, von was redest du? Sowas gibt es hier nicht. Ach ja, ich kann ja nicht mehr ins Menü. Das ist nicht mehr fruchtbar, weil meine Gemüse ist verfault. Ja, da fällt Kürbis neben mir wieder aus. Die Kristalle verlieren ihr Funkel, es gibt keine Fische mehr im Wasser. Und die Erde gibt nichts mehr. Ja. Könnte ich doch so hochspringen wie du, Pari? Okay, wir sind so selber. Welche Genie hat denn diese wunderbaren Hügel erbaut? Hast du einen Drink? Hast du ein Bier? Ich habe Durst. Okay. Ich glaube, die haben auch kein Bier mehr. Mal sehen, was passiert, wenn ich die Mühle anhalte. Ich kann nur sagen, es ist so... Motherfucking Mindfuck. Tja. Okay, ich glaube, ich würde es... Na, dann gehen wir mal hier rein. Harry, was hat... Harry, was hat sich verändert?
Ja klar. Ich werde sterben, du Idiot, und ihr mit. Und du? Kein Meckern? Harry, stell dir vor, das ganze Essen ist verdorben. Ja. Ragnar ist gestorben und darum spielt die Welt. Na, Pari, mit dir ja schon Morgengymnastik gemacht? Oh, eigentlich nicht. Seltsam. In den Augen schienen sich die Kristalle des Lebens. Hat Merlin dich wieder geweckt? Irgendwas verändert sich im Küste. Er ist irgendwie so böse. Ich meine... Was, der Weiße? So jemanden kenne ich nicht, Harry. Du träumst. Harry, träumst du? Also. Das ist so. Bitte? Diese blaue Tür? Das ist die Besenkammer. Bist du in Ordnung? Wenn ich so wirklich geguckt bin. Also, diese Leute ist denen bewusst, dass sie. Ist nicht gar nicht bewusst, dass sie in Wohnraum. Nur Geschöpfe Ragnaras sind, aber sie kriegen schon die Erfindung mit. Alles begann in diesem Zimmer. Der Weiße alles so langsam, ruhig sich halten. Ich erwecke die Situation und fährt die Erde dunkel. Maschinen wollten nicht nach, der Ruf ist einfach ein Typ. Ich überlege ihn. Oh, meine wahre Bestimmung. Kommt irgendwas noch? Nein. Ich ahne schon, ich weiß nicht, oh, schon keine Ahnung. Ja. So, Venus. Das geht. Unser letzter Schlaf. Das ist unpassend, die Mucke. Tja. Harry, hörst du mich? Ich muss dir etwas Wichtiges sagen. Ich wollte den Stefan als Baby umbringen. Die Kristalle galt nur das Wort des Weißen. Sie kann sich noch an den Weißen erinnern. Anderen, das ist bei der anderen aus dem Gedächtnis geschrieben. Da ich dich jetzt als Erwachsenen sehe, wird mir etwas klar. Alle Menschen sind Individuen. Und sollten natürlich leben. Ist der Gold verschwunden? Ist er wieder verschwunden? Der Grund des Schicksals wird uns nie zusammenkommen. Harry, wir sehen uns bald wieder. Bis dahin, alles Gute. Sie weiß noch alles, was passiert ist. Wer und die im Christen, die wissen nicht mehr, was mit dem Weißen wird. Es ist einfach völlig spannend aus dem Fall. Harry fehlt in einen tiefen Schlaf. Und träumt seinen letzten Traum. Mann, das. Er träumt, er sei ein Vogel und schwebe über die Erde frei. Ja,
Ja, Leute, das war's. Das war Terranigma. Eigentlich ein wunderschönes Game. Und wirklich eine der Perlen von den Super Nintendo. Wirklich ein Meisterwerk von Quintet. Und Enix. Inwieweit Enix da mitgewirkt hat, das weiß ich nicht. Aber ich glaube, Quintet hat sozusagen die meiste Arbeit gemacht. Ja, was gibt's auch so schwer sagen? Das ist, ihnen kann ich nicht großartig sagen, weil ich noch immer noch mitgenommen bin. Erstmal diese, allein die Idee, ein Mensch aus der Unterwelt, also ich meine Unterwelt, da denkt man ja automatisch immer an das Böse, Schlechthin und sowas. Also ein Mensch aus der Unterwelt kommt hoch, um die Erde wieder begrünen zu lassen, sie wieder mit Leben zu füllen. Das ist eigentlich schon an sich eine super Idee. Aber dann so, dass er dann anschließend sterben muss. Also, ich muss sagen, ich war damals ziemlich angepisst. Weil, wie gesagt, er reißt sich den Arsch ab und zum Dank darf er einfach sterben. Das ist sozusagen ein Bad Ending. Und das ist so, ja, auf der einen Seite absolut motherfucking scheiße, weil man sich fragt, wofür habe ich denn eigentlich bisher hier gedaddelt, nur um zu sehen, dass der Held dann stirbt. Aber wenn ich jetzt mal so überlege, das sieht aus Final Fantasy 8 dazu, finde ich. Also okay, jetzt zurück zum Thema. Wenn ich aber jetzt mal so nach und nachdenke, dann muss ich sagen, das war von Quintet eine verdammt mutige Entscheidung, die auch wiederum ihre zeigt, dass sie auch sehr konsequent sind. Weil wenn man so überlegt, dass der Held, ich nenne mich jetzt in Ark, das ist ja eigentlich sein Name, sag mal, sein richtiger Name. Wenn man so überlegt, Ark muss ja sterben, weil das ist halt konsequent. Er ist schließlich eine Schöpfung Ragnaras. Und da Ragnarar vernichtet wurde, ist auch wohl klar, dass alles, was er schaffen hat, auch mit ihm untergeht. Obwohl ich ehrlich gesagt kein Fan bin, dass so die Schöpfung unbedingt für den Schöpfer sterben muss. Aber man kann sagen, Küster war Ragnarar, die Unterwelt war Ragnarar, alle Doppelbahn waren Ragnarar, also gut. Und auch Ark war Ragnarok. Was rede ich da? Ich meine, in allen den Dingen, in der die Unterwelt bis zu den Dorfbewohnern, das waren alles Teile von Ragnarok. Also ist es wiederum logisch, dass die Unterwelt zerstört wird. Und damit auch die Bewohner. Aber ist es auch allgemein so? Und es sind noch so andere Sachen, die ich ehrlich gesagt nicht so toll finde, aber trotzdem wiederum auf der einen Seite genial finde. Zum Beispiel mit Creed und Roy. Es ist ungewiss, was mit ihm passiert ist. Jetzt fällt mir das verdammte Wort nicht ein. Ungewiss. Ihr Schicksal ist ungewiss. Sagen. Man findet ja auch nicht, ja, wo das Buch steht, abgestürzt, da findet man ja gar nichts. Okay, die Navigation, da mache ich halt ein bisschen Schand, Leute, sorry. Also zwei Kritikpunkte habe ich jetzt. Also einmal halt, dass manchmal die Gegner so scheiße zu erwischen sind. So sagen, darauf stehe ich irgendwie nicht total auf. Wow. Stadt in der Nacht von oben. Also darauf stehe ich offen gesagt nicht so, dass man da immer so teilen muss, und mal wenn man es nicht so ängstlich ist. Aber mit Übung kriegt man das hin. Ja.
Ui, was war da noch, was mich da, wo ich gesagt habe, ist nicht so, was mir nicht gefallen hat persönlich. Das Ende habe ich schon erwähnt. Ich hab's vergessen, Leute. Sorry, das ist mir entfluscht. Also, was ist mein Fazit? Endgeiles Spiel. Mit zwar einem bösen Ende. Aber trotzdem ist wunderschön zu spielen. Ach ja, jetzt weiß ich das. Ich dachte, er kann dagegen. Das Magiesystem ist ehrlich gesagt unnütz. Wie ihr seht, ich habe keine Magie genutzt und habe es einfach so durchgespielt. Also so wichtig ist dieses auch wieder nicht. Das ist eigentlich ein Kritikpunkt. Aber ist trotzdem ein geiles Spiel. Holt es euch mal selbst, spielt es mal und lasst euch einfach in die Welt von Herr Wickmark hineinziehen. Das ist... Ich kann nur sagen, wow. Einfach so schön und ja, Musik einfach geil. Wie lange geht das doch noch? Ach ja, was ich noch sagen wollte, das ist jetzt auch noch wichtig. Anscheinend sollte es doch ein Terigma 2 geben. Ich glaube, ich habe es in irgendeiner meiner LPs hier erwähnt. Ich glaube, er fliegt nach Stockholm. Es sollte noch einen zweiten Teil geben, aber wurde nie bewerkstelligt. Aber es sollte kein Fiction geben. Da so welche, ob die jetzt fertig sind oder nicht, oder wie sie sind, ich weiß es nicht. Ob die jetzt gut sind, schlecht, kann ich nicht sagen. Und das ist einer der Punkte, die wo ein Hinweis an, dass es eine Fortsetzung geben sollte, wie ich kann irgendwie, ich komme und ich habe vergessen vorzulesen. Wie kann das sein? Es ist doch schon, nee, nach Mitternacht. Wer ist da? Tja, wer wo vor der Tür steht? Ne? Ich scheine die Person zu kennen. Tja, wer das sein kann, weiß ich nicht. Ob es jetzt Arg ist oder Friedenroy, der kommt nie heraus. Mal Fortsetzung folgt, was nie kam, was ich 100 Mal erwähnt habe. Ich soll mit diesem Wiederholen aufhören. Ach, ja, wir haben es geschafft. Das war's damit, Terra Enigma. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Oh, ich muss aufhören. Diese Musik hat mich gefallen. Ich muss aufhören. Wo ist der Knopf? Also gut. Ich bin Paris Fati und das war das Finale von Terra Enigma. See ya, Leute!